Hallo und einen wunderschönen Samstagmittag wünsche ich euch. Wenn ihr das hier seht, müsste es Samstag, also morgen, nee, heute, wir haben ja schon 1 Uhr bei mir, Entschuldigung, Samstagmittag haben. Und ja, ich bin dann wahrscheinlich schon weg, ab ins Sauerland. Und ich wollte mich nochmal kurz, bevor es in die Winterpause für mich geht und ja, für viele natürlich auch, bedanken für dieses Jahr, für 2013 und einfach mal, ja, danke sagen dafür, dass ihr meine Videos guckt und für die positive Unterstützung. Und ja, es freut mich natürlich auch, wenn euch meine Arbeit gefällt. Das ist ja klar. Deswegen, ja, da schon mal danke an euch alle. Ja, wie gesagt, bei mir geht es jetzt ab in die Winterpause, ins Sauerland, zu meinen Eltern, zu meinen Kumpels. Und ja, da werde ich erstmal die Füße hochlegen. Ich werde zwar den PC mitnehmen, aber ich werde den so gut es geht verstecken vor mir selber. Denn ja, da kann ich Gutes bei rauskommen, wenn ich bei meinen Eltern bin und dann da noch am PC rumfuckel. Ich muss zwar noch die heutige Session von Star Wars The Old Republic rendern, aber sonst, ja, werde ich mich vom PC erstmal fernhalten. Ich werde vielleicht mal bei Facebook irgendwas posten, mit dem Handy mal schauen, wenn ich Bock habe. Ja, ihr seid aber, keine Sorge, ihr seid noch versorgt bis ungefähr, aber ich habe schon aufgeschrieben. Bis zum 3. Januar gibt es auf jeden Fall jeden Tag um 3 Uhr, wie gehabt, eigentlich The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und ja, am 3. Januar kommt die letzte Folge. Ich habe es komplett aufgenommen. Ich habe wirklich die letzten Wochen saß ich hier, war nur am Spielen und am Aufnehmen und wie so ein Bekloppter. Extra nur gemacht, damit ihr das Ende noch erfahrt, bevor ich wiederkomme. Denn bei mir kann es noch sein, dass ich bis, ja, am 10. Januar, sage ich mal so, habe ich wieder Unterricht. Und da muss ich letztendlich wieder hier sein. Also könnte es da wieder Parts geben, aber bitte fragt mich nicht. Ich will mich erstmal schonen. Und es kommen dann wieder Folgen, wenn ich wieder da bin und Zeit gefunden habe. So, bei Star Wars The Old Republic sieht es ja nicht so gut aus. Da gibt es bis zum 27. Dezember, habe ich mir mal ausgerechnet, Folgen. Wird aber noch richtig genial, vor allem mit dem Flashpoint. Das hat heute super geklappt. Da nochmal danke an die Leute, die mitgemacht haben. Ja, wie sieht's aus mit Kingdom Hearts? Da wurde ich heute noch angeschrieben. Und zwar nehme ich mir die PS2 mit und versuche dann da das wenigstens aufgenommen zu haben, weil ich bin ja momentan drauf und dran für, Moment, für dieses schöne Stückchen. Oh, die Kamera fokussiert so geil. Oh ja, cool. Oh, ist übrigens eine neue Kamera für den Greenscreen, dazu wollte ich gleich noch was sagen. Hierfür, weil hier nur die englische Sprachausgabe ist und hier die geile deutsche, nehme ich hier das ganze Spiel nochmal auf für die PlayStation 2 und nehme mir dann den Ton und wollte den ja hier drauf packen, wenn ich das Let's Play weitermache. Ja, das mache ich jetzt mal bei meinen Eltern so zwischendurch. Ich kann ja mit meinem Capture-Dingens-Bummens, mit der Live-Gamer, kann ich auch ohne PC auch aufnehmen, glaube ich. Und wenn ich es noch schaffe, werde ich schon mal für Kingdom Hearts 2 die Sequenzen aufnehmen. Ich bin echt bekloppt, ich weiß. Aber wenn das jetzt bald, ja nicht bald, aber nächstes Jahr rauskommt, Kingdom Hearts 2.5 für die PlayStation 3 und es da wieder keine deutsche Sprachausgabe gibt, dann werden definitiv irgendwelche Köpfe rollen und es wird nicht meiner sein. Okay, vielleicht doch, denn ich werde wahrscheinlich nach jetzt keine Nächte mehr, wo ich schlafen kann, bis ich das hier komplett aufgenommen habe, die Sequenzen. Ja. Was wollte ich sonst noch erzählen? Ja, 2014 rückt immer näher. Ich hoffe, man rutscht gut rein. Also nicht nur ich, sondern ich wünsche das natürlich euch auch. Und was ich mir so vorgenommen habe, was ich euch noch erzählen wollte, ist, ich wollte ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückkehren jetzt. Nicht nur Anfang 2014 wird knapp, aber sobald die Projekte jetzt mal aufhören, mich zu nerven, nein, nicht zu nerven, aber sobald wir mit Vardonas jetzt auf dem gleichen Level sind wie Xonias, geht's hier jetzt ab. Parallel werde ich dann Xonias und Vardonas spielen, sodass wir dann richtig ultra mega heftig durchrushen können durch Star Wars, um mal endlich die Story hinter uns zu bringen, denn die interessiert mich jetzt endlich mal, was da abgeht mit dem Imperator, ob wir den endlich entführen können als Xonias und ob wir mit Vardonas jetzt endlich Darth Thanaton da endlich ordentlich in die Eier treten können und so weiter und so fort.
und den und Darth Vash endlich aus dem Körper von unserem geilen The Short rauskloppen können. Ja, wenn wir das geschafft haben und das Kingdom Hearts Projekt fertig ist, werde ich zurück zu meinen Wurzeln kehren und zwar zu ultra deftigen Rollenspielen. Und zwar, ich war ja glaube ich, das ist ja schon 2 Jahre her oder so, wo ich dieses Spiel Let's Played habe. Aber dieses Spiel muss unbedingt nochmal gemacht werden, weil das habe ich ja gelöscht, weil ich das so scheiße fand. Aber jetzt mit meiner momentanen Ausstattung fühle ich mich bereit, das endlich wieder in Angriff zu dem Fallout 1 kommt wieder. Keine Sorge, viele haben das ja gemocht bei mir und ich finde es schade, dass ich das dann auch löschen musste wegen meinem Perfektionismus. Aber es war wirklich kacke, was ich da aufgenommen habe. Von der Qualität her meine ich. Ja, dann noch The Elder Scrolls am 4.4.2014. Die haben sich wieder einen schönen Release-Tag ausgesucht. Bethesda kommt jetzt endlich The Elder Scrolls Online raus. Das kommt natürlich auch bei mir. Allein schon, weil ich Star Wars gemacht habe, weil ich weiß ich nicht. Ich bin im MMO-Wahn. Wahrscheinlich werde ich noch nach Silvester oder kurz vor Silvester auf einer LAN sein und werden wir dort WoW spielen. Ich hoffe, wir verfallen nicht der Sucht und kommen nie wieder aus dem verschneiten Sauerland raus. Ja, deswegen gibt es dann bei mir hoffentlich so, ja, wenn ich Zeit habe, wenn die nächsten Projekte zu Ende gehen, kommt dann die Elder Scrolls Anthology zu mir nach Hause hoffentlich, damit wir zusammen die alten Elder Scrolls Teile spielen können. Ich bin ja ein übelster Veteran, sage ich mal. Als ich noch so ein kleiner Furz war, habe ich das ultra mega gezockt und deswegen würde ich gerne euch nochmal mit in die Welt von Tamriel, Cyrodiil und sonst was, Morrowind natürlich auch hinführen. Wir starten eventuell zuerst mit Oblivion, ich weiß es noch nicht genau, oder mit den ersten Teilen. Ich glaube, es war Daggerfall oder Arena. Oh Gott, ich kenne die alten Teile nicht, deswegen wäre das schon mal sicher sehr interessant, die mit euch zu machen. Das fände ich, also die mache ich so oder so. Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber ihr werdet den Teil nicht entkommen. Genauso wenig wie Fallout. Fallout 1 und 2. Jetzt, wo der Hype um Fallout 4 so mich aufgeheizt hat, dachte ich mir, scheiße, du musst das ja endlich mal zu Ende bringen, Fallout 1. Und ja, das kommt. Das kommt, versprochen. Hand aufs Herz. Wie sagt man? Pinky Swear. Indianer-Ehrenwort. Und ja, das wäre es soweit von mir. Eigentlich wollte ich nur sagen, danke. Schönen Rutsch. Ne, erstmal, lasst euch vom Christkind gut bescheren. Also schönen Heiligabend, dann frohe Weihnachten. Bitte seid nicht solche Leute, die auf Facebook posten am 24. frohe Weihnachten. Denn wann ist der erste Weihnachtstag? Guckt auf den Kalender. Ist der 25. Bitte macht das nicht. Bitte nicht. Erste Weihnachtstag ist der 25. Ja. Deswegen schöne Bescherung, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Lasst euch ordentlich die Kehle hinabfließen, das gute Zeug, aber auch nur das gute Zeug. Sonst bin ich echt enttäuscht. Und ich werde es genauso machen. Und dann sehen wir uns frisch und munter oder total von Leberzirrhose zerfressen im Januar wieder. Dazu gibt es dann auch vielleicht ein bisschen Greenscreen-Action, weil ich habe mir jetzt so ein schönes Teil geholt, was zum Bügeln total behindert ist. Und ich hätte euch jetzt schon irgendwie auf die Fury mit verfrachtet mit dem Greenscreen, aber es ist momentan noch von meiner Zeit her nur nicht möglich gewesen, da was rauszuholen. Freut euch da schon mal drauf und ja, das wäre es soweit von mir. Macht's gut. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder Kommentare, oh ja, Fallout, bitte. Nein, bitte nicht Fallout. Schreibt auch in die Kommentare, in die Doobly-Doo. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.